Was? Und so weiter in den Liturgien rund um. Hä? Ich check's nicht. Vielleicht machen sie die Sache dann besser oder so. Nimm Hunger. Ich soll Hunger nehmen. Regine sagt, nimm Hunger. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden 3 Tage lang nichts essen oder hungrig sein. Nicht essen oder hungrig sein. Schalte das Ritual frei. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen und erhalte 25 Glauben. Keine Ahnung. Puh. Also das ist ein Ritual, das du freischalten kannst. Ich glaube, das Festritual finde ich, glaube ich, besser, oder? Ich weiß es echt gesagt. Ich weiß halt nicht, ob 25 Glaube viel ist. Ich, ja. Hier, Regine meint auch, dass er findet auch das Recht persönlich besser. Aber Geschmackssache, ja? Verstehst du? Hat Regine geschrieben? Ja. Nehmen wir das Festritual. Ich wäre auch für das Festritual jetzt. Wie diese tanzen, oder? Ja. Die kann man gar nicht so oft machen, die Dinge, oder wie? Nee, die heben wir uns aber auf. Weil unser Glaube ist gerade sehr gut. Voll geil. Aber ich kann nichts machen, ich muss A klicken. Ich liebe dieses Lamm. So, das war alles scheiße, ne? Dass da unten noch Fluch der Worte ist. Das, damit ich hier hochkommen kann. Ja. Ja. Voll geil. Ja, okay. Sehr geil. Jetzt werden wir. Ach, was willst du denn, Nathan? Ich zeige meinen Anführer, einige Kreaturen sind gekommen und suchen Zuflucht in unserem Kult, aber sie sind krank, weil wir sie beitreten lassen. Das sind kranke Anhänger. Was kann man gegen kranke Anhänger machen? Scheiße. Schlafen, oder? Bitte verschone mich. So, wie machen wir jetzt? Wer war denn jetzt dran? Andi. Ja, der Andi, aber ich glaube, der Andi ist nicht da. Jo, Andi! Andi, bist du da? Ich schreibe mal kurz. Mit einem Regine könnten wir auch noch mit reinnehmen. Wenn er Bock hat. Was willst du für ein Tier sein, Regine? So, Andi, was willst du für ein Tier sein? Ja, Ocelot ist abgehauen. Du bist auch so, also gut. Wir haben genau 2 Stück. Also wir machen jetzt einen Andi und welches spricht dich an, Andi? Also mach erst mal. Warte. Nee, relax und du bist am Start. Der ist auch wieder am Start. Der Hase. Andi will der Hase sein. Welche Farbe?
Hellblau. Das ist das da, ja. Hier ist das dann. Oder das? Ich würde das nehmen, glaube ich. So, und Variante nehmen wir irgendeinen coolen. Der mit der heftigen Frisur. Sehr geil. Andi. So, und danach direkt Regine. So. Aber der ist krank, der muss jetzt erstmal ins Bett schicken. Jetzt noch Regine, was willst du sein? Achso, das rote Ding hat er da unten gesagt, genau. Und welche Farbe? Regine! Oder meinst du, der wird den einfach in Rot? Weil der ist wahrscheinlich gerade. Der wird wahrscheinlich gerade irgendwas machen oder so. Ich bin das Rote. Oder geben wir ihm einfach eine Farbe, die wir wollen? Welche Farbe würdest du nehmen, Maxi? Weiß gar nicht. Passt dann zu Regine? Ja, Rot, weil er immer wütend ist. Ja, Rot, ja. Dann nimm das rote Ding. Ach, na. Ja. Ach, bei Truhe direkt, oder? Der liegt direkt oder liegt er da am Boden? Ach, der liegt da am Boden, weil er nicht zu essen hat. Weil er nicht zu. Nichts zu schlafen hat, glaube ich. Das sind nicht genug Köpfe. Wir haben keinen Holzschuh wieder. Scheiße. Nicht, dass wir uns wegsterben müssen. Bringen wir jetzt Holz her? Ja, müssen wir fahren gehen. Simon, der wird nicht sterben, wir werden uns um den kümmern. Trinkst du eigentlich manchmal was? Hast du schon was getrunken, seit wir hier sind? Nö, lass mal Wasser machen. Ich glaube, wir gehen jetzt fast eigentlich nur noch mal gucken zu der Fischerei und dann ist ja auch schon spät. Die drei Wasser sind leer. Nein, ich hab das eine Wasser nicht mal angerührt. Kannst du das sehen? Hast du es getan? Ich hab das auch sehen. Schön, wenn es warm ist? Mhm. Mach ich dir normales Wasser, okay? Anhänger vorm Kaufen. Ja. Ja, schauen wir mal nach. Ach, das ist zufällig. Ach, ein Rentier. Jetzt yes. Mit großem Geweih. Ich fahre jetzt hier kurz Steine und bla und dann gucken wir wegen den Fischen und dann. It's okay.
Hier können wir Holz hocken. Holz hacken, da können wir gleich noch Unterkünfte bauen und so. Bis demnächst. Gute Nacht, Christian. Schlaf gut und träum was Schönes. Tschüdüdü. Ich habe auch schon Glas. Was? Ich habe ein Glas. Ja, der Christian war der Erste, der den Kult verlassen hat. Der Zweite war der Platz. Also im Spiel. Das ist dein Glas, oder? Ja. Gut, jetzt gucken wir mal, wie den anderen. Ein Axolotl. Der sieht voll irre aus. Oh, das Wasser ist auch schon sehr warm. Sorry. Was, wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Verzeihung, es ist nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird, egal wie stark wir beten. Und es zerschellen in einem Fortschiff eines. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, dem heiligen Pfad folgen. Wenn bloß unsere Anführerin hier wäre. Sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Wir flehten sie an, nicht zu gehen, denn wir alle wissen von den Themen im Dunkel. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl, als zu beten, bis der Leuchtturm wieder erstrahlt. Hoch liebe das mächtige Licht. Ah, okay. Ich muss den Leuchtturm reparieren. Da müssen wir aber nur ein bisschen Holz reinwerfen. Es ist blöd, weil wir hatten plus 2 Stück, aber wir haben jetzt ein bisschen Holz gefarmt. Eigentlich wollte ich Unterkünfte bauen, aber wir reparieren anstattdessen den Leuchtturm mit 15 Holz. Das geht schon. Wir müssen den kleinen Axolotl helfen. Unsere Gebete wurden erhört. Danke dir. Oh Leuchtender, dass du uns das Lamm zu unserer Rettung geschickt hast. Jetzt werden die Pilger wieder an unsere Küste zurückkehren. Um das Licht wieder zu entfachen, verpflichten wir uns dir. Wir sind deine unwürdigen Diener, mächtiges Lamm. Dankeschön. Wir werden dich und dein großes Licht an diesem Schrein anbeten. Bitte sonne dich in unserer Verehrung. Mach ich. Ah, da kriegen wir einfach so zusätzlich so ein bisschen Regen. Schön. Und das alles nur für 15 Holz. Das ist doch super. Was geht jetzt hier noch ab? Oh, große Anführer im Lichte. Was weißt du über Tarotkarten? Ich kann sie selbst nicht verwenden, aber ich finde sie häufig, wenn ich am Meer spazieren gehe. Obwohl sie zur Hälfte im Wasser liegen oder im Sand vergraben sind, reißen sie nicht und sie verformen sich auch nicht. Ist das nicht merkwürdig? Manche behaupten, die Karten würden das Schicksal verraten. Ich sage, die Karten sind je 25 wert. Interesse? Alte Bonusressourcen, Feuer ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Am Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Oh, das ist gut. Wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Ich glaube, wir nehmen mal, am Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Das ist schon ganz schön mächtig. Jetzt gut. Jetzt. Da müssen wir halt nur Glück haben und die kriegen, ne? Aber das mit den Ressourcen, erhalte Bonusressourcen, weiß ich jetzt nicht. Will jetzt sonst eigentlich nichts kaufen in dem Moment. Und das sind auch Blaupausen, okay. Eine Schubkarre voller Blumen, ein Heuballen. Er hat gesagt, wenn ich nichts kaufe, ist er traurig.
Oh. Dann kaufen wir eins. Aber dann ist jetzt auch gut. Gut, dass du so ein echt nicht bist. Oh Gott, das tat schon viel. Es war viel Gold, ne? Ja. So, ihr Lieben, mein Fernseher schaltet sich jetzt ab. War schön. Ja, wir haben jetzt noch. Dann werden wir zum Satan. Sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Was steht da? Was stehst du da so rum? Glaubst du, dass ich dich angeln werde? Ja. Gut. Oha! Cool. Ich möchte Big Fish. Schau dein Gesicht. Nein, ich habe ihn falsch ausgeworfen. Ach, das ist Ducky Valley. Das ist ja geil. Also doch nicht nutzlos. Hör zu, vielleicht können wir einander helfen. Ich habe in meinem Leben zufälligerweise einige wertvolle Schätze ergattert. Dinge, für die ein Fisch wie ich, also ein Fischer wie ich, keine Verwendung hat. Aber ich glaube, dein Mund ist nur aufgeklebt. Dein Mund ist oben auf seinem Kopf. Oha. Keine Verwendung hat. Aber für dich, nun ja, du wirst gleich sehen, wenn er redet, dann bewegt sich das. Du siehst aus, als würdest du wertvolle Dinge mögen. Ja. In diesen Wellen lauern die am schwersten zu fangenden Biester, die jemals gelebt haben, und ich versuche es schon seit Jahren. So, das ist, jetzt verstehe ich, das ist ein Fisch, der nach oben schaut. Ja, die Nase ist nur aufgeklebt. Ja. Und die Beine sind auch nicht echt, glaube ich. Wenn du sie fangen kannst, gehören diese Schätze dir. Fangen wir eine Krabbe, einen Hummer, einen Oktopus und einen Tintenfisch. Nimm das als Zeichen des guten Willens zwischen zwei Nicht-Fisch-Freunden. Ja. Neptunsflug. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Gut. Achso, du kannst es aber nicht angeln einfach, oder? Versuch mal zu angeln. Ja, Moment. Halten. Da haben wir auch schon mal den Hummer, oder? Oha! Was war das? Goldbarren, Alter. Guter Wurf, mein Schatz. Danke. Noch schon wieder nur ein Hummer. Jetzt mal an. Das Gericht von den Lamm ist so heftig. Oha. Yeah. Jetzt hat der Fisch erhalten. Wer wollte der gelbe Fisch sein? War das Gemma? Jetzt haben die Krabbe, jetzt brauchen wir noch einen Oktopus und... Nee, das war nicht Gemma. Gemma hat nicht gesagt, was er sein wollte. Gemma hat nur gesagt, das gibt's noch nicht. Wer war der gelbe Fisch? Vielleicht stimmt! Aber es ist viel leichter als Tali Wales das Angeln, ne? Ja, schneller. Schwertfische. Keine Fische. Einen Hummer abgeben. Eine Krabbe hast du auch. Guck mal, sehr gut. Wie versprochen, hier ein Stück des Schatzes.